Englisch und wir haben natürlich einige Spieler, die nicht so gut Englisch sprechen und dafür wird dann übersetzt. Das ist aber gar, das hat sich total etabliert, also da habe ich auch, das fällt man sich vielleicht ein bisschen schwierig vor, aber es ist so, man war zwei Jahre in China, in China spricht niemand Englisch und es wird alles übersetzt und auch in anderen Vereinen gibt es viele Spieler, die die Sprache nicht sprechen. Das ist das Ganze. Ja, ich glaube, man muss das glaube ich ein bisschen unterscheiden. Klar, wenn man von draußen drauf guckt, und da haben die Vereine manchmal ein bestimmtes Image. Aber wenn man natürlich in dem Verein drin ist, ist das natürlich auch ganz anders. Und das ist auch sehr genossen Thema von Bayer Leverkusen. Das war auch eine super Zeit. Und auch wenn das am Ende mal schwierig wurde oder es so weit bereits. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. Oder sowas, aber einfach nur so, es gibt natürlich dann immer unterschiedliche Sachen, die man erreichen kann. Ne? Ja, also deshalb, ja, ich werde schon erkannt und so, aber wirklich ganz normal. Also, das ist auch, was ich möchte. Also ich möchte auch mein Leben leben. Und aber in sehr, sehr positiven Weise werde ich da dann natürlich auch das andere immer angesprochen und so weiter, aber das stört mich überhaupt nicht. Das macht mir in dem Fall das macht mir sehr Spaß. Ja, man muss so schon ein bisschen, ich kann natürlich nicht überall mich aufhalten, das ist auch klar, aber man muss schon so ein bisschen das berücksichtigen, dass wir natürlich in die Hotspots ins Zentrum ist halt schwierig zu gehen, so, aber man kann trotzdem einigermaßen frei bewegen. It makes such a difference when both teams want to play good, open, attractive football. This is the stuff that the fans love. Eigentlich habe ich so ein bisschen am Anfang versprochen, dass ich Portugiesisch lerne. Und das kann es wird man sehen. Also das ist schon eine sehr schwierige Sprache. Und die Zeit, ich müsste sehr, sehr viel Zeit investieren, um das zu lernen, um gut genug zu lernen, um die Mannschaft dann auch in der Sprache zu coachen. Und das nicht zu, sondern das funktioniert eigentlich auch relativ gut in Englisch. Und ich würde es gerne sprechen, also ich wäre ein großer Wunsch, ich würde gerne viele Sprachen sprechen können, aber ich habe einfach, das hätte ich lernen müssen, als ich ein bisschen junger war. Ja, das ist Englisch und wir haben einige Spieler, die nicht so gut Englisch sprechen und dafür wird dann übersetzt. Das ist aber gar, das hat sich total etabliert, also da habe ich auch, das fällt man sich vielleicht ein bisschen schwierig vor, aber es ist so, man war zwei Jahre in China, spricht niemand Englisch und es wird alles übersetzt und auch in anderen Vereinen gibt es viele Spieler, die Sprache nicht sprechen. Das ist das Ganze. Ja, ich glaube, man muss das glaube ich ein bisschen unterscheiden. Klar, wenn man von draußen drauf guckt, und da haben die Vereine manchmal ein bestimmtes Image. Aber wenn man natürlich in dem Verein drin ist, ist das natürlich auch ganz anders. Und das war ein sehr genossen Thema von Bayer Leverkusen. Das war natürlich auch eine super Zeit. Und auch wenn das am Ende mal schwierig wurde, oder es so weit bereits ein Image, ja, ist irgendwie der. Aber das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Also da gibt es genauso die Leidenschaft und die Hingabe der Fans und der Leute, die es in anderen Vereinen gibt. Ne? Natürlich ist, das wollte ich gerade nochmal damit sagen, also Benfica, so für mich persönlich als jemand, der Fußball liebt, und dann redest du über große Vereine, dann ist für mich Benfica Lissabon ist einer von diesen. Das ist viele Vereine, die das ist der große, das ist das Maximum an Fußball. Also auch nur aus der Historie heraus. Und auch der Größe des Vereins ist ja auch ein sehr spezieller Verein. Ist jetzt hier keiner, der
den Verein gekauft hat für 4 Milliarden Euro und pumpt ihr Geld rein, sondern das ist ein Verein, wo die Arbeiter jeden Monat dafür sparen, damit sie ins Stadion gehen können. Also das ist ein Verein, der Spieler verkaufen muss, damit er überhaupt das ganze Paket stemmen kann. Das ist ein Verein, der was weiß ich, irgendwie 20 Sportarten hat, wo alle mit Leidenschaft diesem Sport nachgehen. Das kann man, das wollte ich damit sagen, das spürst du einfach, wenn du länger hier bist. Ne? Und das habe ich aber schon ein bisschen erwartet, als das Interesse da war von Benfica Lissabon, nachdem ich entschieden habe, von PSV Eindhoven wegzugehen, kam sehr, sehr schnell diese Anfrage und das war für mich relativ sofort, okay, Benfica Lissabon, das hört sich jetzt für mich sehr, sehr interessant an und danach den Gesprächen war das für mich also sehr, sehr schnell klar, dass ich das gerne machen möchte. Ja, mit Lorenzo Coelho und Rui Costa und die waren so überzeugt, also ich war überrascht über deren Überzeugung, dass ich jetzt der richtige Trainer für die bin, weil es ja auch eine sehr mutige Entscheidung ist, also einen deutschsprachigen Trainer zu holen, jetzt keinen Portugiesen, hat es jetzt auch lange nicht mehr gegeben hier und so. Und die Leute werden natürlich dann auch daran gemessen, was dann danach passiert. Und wenn man dann so diese Überzeugung hat, dann hat mich das schon überrascht. Und das hat mir natürlich nochmal den letzten Impuls gegeben, das auch auf jeden Fall zu machen. Ja, das ist natürlich ein Weg. Also wenn du dann gegen Paris oder so spielen willst, das habe ich der Mannschaft auch, glaube ich, damals gesagt. Also die Vorbereitung für dieses Spiel in Paris, die hat angefangen am ersten Tag der Vorbereitung im Sommer. Also das ist natürlich dann nochmal ein anderes Niveau. Also das ist dann ein Weg, den du gegangen bist mit Spielen, die du auch vorher gespielt hast und so weiter, mit Erfahrung. Wir haben natürlich so das Momentum genutzt. Also bei uns ging es eben halt von der Vorbereitung eigentlich, wir haben ja dann auch alles gewonnen. Auch in der Vorbereitung haben wir sehr, sehr schnell, sehr gut gespielt. So, und viele Tore geschossen. Dann kam natürlich so ein gewisser Lauf dann auch da rein. Und dann hat die Saison angefangen, dann ging das so weiter, keine Verletzten und immer wieder quasi gut performt. Das ist natürlich der Idealfall, das muss natürlich nicht immer so laufen, aber in diesem Fall war es dann halt so. Und ich glaube, dass das war einfach so ein Resultat auch aus diesem Flow, den wir einfach hatten. Wir haben gemerkt, dass in dieser Mannschaft sehr, sehr viel fußballerisches Potenzial steckt. Also, dass sie natürlich das sehr gut umgesetzt haben, alles, eine sehr hohe Motivation da war, eine sehr professionelle Einstellung da war und die da sehr offen für waren. Also, der Fußball war ja letztes Jahr ganz anders, ein ganz anderer Ansatz. Und ich habe da sehr viel Spaß gesehen im Training. Aber dann ist auch aufgefallen, dass wenn die das machen und dann obendrauf kommt eben halt diese extreme fußballerische Qualität, dann kannst du darüber auch den Unterschied machen. Das ist dann auch das etwas andere dann nochmal, weil es hängt natürlich davon ab, wenn du dann Bälle zurückgewinnst und dann kommt es natürlich auch irgendwann mal darauf an, die fußballerische Qualität in diesem Moment auch zu nutzen. Und wenn du bessere Spieler hast, die treffen dann bessere Entscheidungen, die haben dann bessere Ballkontrolle in engen Räumen und so. Und da haben wir hier bei Benfica schon sehr viel Potenzial. Well, this is a good game club, it's very close. I'm loving it. The crowd here are really enjoying it. I'm sure the viewers at home are really absorbed by this one. It's a classic contest. Oh, he's already saved it! Oh, it's a stop from the keeper! Ich glaube, dass du selber auch ein bisschen Einfluss nehmen kannst, wie am Ende die Atmosphäre dann so in der Mannschaft hier gewickelt in der Mannschaft ist. Also, es ist natürlich geprägt von den Einzelpersonen, ein bisschen von der, vielleicht auch der Kultur im Land und so weiter. Und, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch innerhalb der Mannschaft so selber dafür Verantwortung zu übernehmen, dass sich da eine Kultur entwickelt, wo sich jeder Spieler wichtig fühlt und wertgeschätzt fühlt und auch in der Lage ist, sich mit zu identifizieren und dann eben halt auch seine bestmögliche Leistung zu bringen. Ich glaube, dann hilft es natürlich, wenn so unterschiedliche Ströme da zusammenkommen, auch unterschiedliche Mentalitäten. Aber so eine Mannschaft, das ist meine Erfahrung, die wächst dann irgendwann auch so zusammen. Und dann ist es gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt viele Südamerikaner, viele davon sind. Ich glaube, alle Spieler müssen sich auch ein bisschen anpassen an diese gemeinsame Kultur und auch an die Einzelkulturen der Spieler aus anderen Ländern. Und dann musst du das muss dann nachher so dein Ding werden. Das muss dann deine Atmosphäre werden, dein Spirit werden. Und
ich glaube, das ist das, was man erreichen muss. Und wir sind auch natürlich die Spieler so ein bisschen mitverantwortlich. Das versuche ich dann auch immer auch einzufordern, dass sie auch Verantwortung übernehmen. Weil alles, was aus der Mannschaft selbst kommt, ist natürlich besonders wertvoll. Also ein positiven Ding. Also natürlich, als Trainer musst du viele Sachen vorgeben und so an und initiieren. Aber irgendwann muss das natürlich dann auch so ein bisschen in die Mannschaft reinwachsen und dann auch aus der Mannschaft dann selber kommen. Ne? Weil die Mannschaft steht nachher auf dem Platz und muss die Spiele gewinnen. Ne? Und deshalb versuche ich schon auch so eine gewisse Eigenverantwortung und Eigenmotivation, Eigendynamik aus der Mannschaft zu fördern. Ja, ich habe mich schon verändert, glaube ich. Schon. Ich bin schon, glaube ich, ein bisschen gelassener geworden und kann eben halt auch so ein bisschen besser trennen. Also das, was ich am Anfang gesagt habe mit dem Fußball und das Fußball, was da so drin ist. Also das ist, glaube ich, habe ich deutlich meinen Schwerpunkt verändert. Ja. Also ich versuche einfach, mich sehr stark mit der Mannschaft, mit dem Hier und Jetzt zu beschäftigen und alles, was von außen kommt, das ist für mich uninteressant. Und ich glaube, dass ich das früher ein bisschen mehr an mich rangelassen habe und darüber auch ein bisschen emotionaler nach außen vielleicht dann gewesen bin. Aber ich würde mal sagen, nothing you can do to stop a goal like that. They just passed the ball round and through them. Marvellous teamwork. They kept it for ages, Clive. Brilliant, brilliant move and a great goal. And that's a goal kick. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Mihailov. No question, that's a foul. You said you want to change things because you don't believe it matches the focus identity. João Mário. Rob. Last game. You think that tactical change can Rafa Silva. Oh, this is a good game, Clive. It's very close. I'm loving it. The crowd here are really enjoying it. I'm sure the viewers at home are really absorbed by this one. It's a classic contest. Oh, yes! Great save by the keeper. It's in. He's done it. Oh, how vital can that be? So he's not played the ball. That's a foul. A little bit the idea in the last two matches. So it worked well. Fred. And of course, it's an option. Di Maria didn't play in the home match. He's fit for play to play tomorrow. If you think he's will he score? Do you think he can be it's there, and it's the kind of goal you simply cannot put a price on. To win tomorrow. Mihailov. Yeah, Mihailov is a very important player for us. Whistle's gone. That's a foul. Barcelona. Mihailov. He stopped it. Gets correctly and got there. Each minute. Gabby. And tomorrow for sure is better than the last. Pedri. And we are happy that he's back. Rafinha. So I think it's very important. We lost three matches in the group. Balde. What a pleasure to watch two teams playing really good, open, attractive football. That's what this game is all about. Is it out of harm's way? You are, folks. It's unselfish playing there. It's an absolute shocking mess up at the back. But we won't give a monkey's. Andre Almeida. Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht. Also eigentlich. Wenn man das so zurückverfolgt, sind wir ja, ich habe ja das große Glück gehabt, dann oft auch eigentlich fast nie irgendwie im Abschiedsstand zu sein. Also ich habe immer Mannschaften gehabt, die auch gut waren. Und habe eigentlich immer im oberen Bereich dann mitspielen dürfen.
That's clear cut. It's a free kick. Da sind wir jeweils im ersten Jahr auch Meister geworden. Ne? Und natürlich, wenn dann aufsteigt, wird es ein bisschen schwieriger. Paderborn werden fast aufgestiegen, auch in dem einen Jahr. Also ich habe das so immer empfunden, dass wir schon versucht haben, immer das Maximum rauszuholen. Selbst in Leverkusen haben wir auch 3 Jahre. Aber einfach nur so, es gibt natürlich dann immer unterschiedliche Sachen, die man erreichen kann. Ne? Ja, also deshalb. Ja, ich habe schon erkannt und so, aber ich bewege mich ganz so normal. Also das ist auch, auch was ich möchte, aber ich möchte auch in meinem Leben leben. Erbe sehr positiv. Eigentlich habe ich so ein bisschen am Anfang versprochen, dass ich Portugiesisch lerne. Ob das kann, das wird man sehen. Also es ist schon eine sehr schwierige Sprache. Und die Zeit, so ist schon. Ich müsste sehr, sehr viel Zeit investieren, um das zu lernen, um gut genug zu lernen, um die Mannschaft dann auch in der Sprache zu coachen. Ich brauche mir das nicht zu, sondern das funktioniert eigentlich auch gut. Ich würde es gerne sprechen, also das wäre ein großer Wunsch. Ich würde gerne viele Sprachen sprechen können, aber ich habe einfach das hätte ich lernen müssen, als ich ein bisschen jünger war. Englisch und wir haben natürlich einige Spieler, die nicht so gut Englisch sprechen und dafür wird dann übersetzt. Das ist aber hat sich total etabliert, aber da habe ich auch, das fällt ganz vielleicht ein bisschen schwierig vor, aber das ist so, ich meine, ich war 2 Jahre in China und in China spricht niemand Englisch und das wird alles übersetzt und auch in anderen Vereinen gibt es viele Spieler, die Sprache nicht sprechen und trotzdem kommt man klar. Also das ist das kleinste Problem. Ja, ich glaube, man muss das, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Klar, wenn man von draußen drauf guckt, und da haben die Vereine manchmal ein bestimmtes Image. Aber wenn du natürlich in dem Verein drin bist, ist das natürlich was ganz anderes. Also ich habe es auch sehr genossen, Trainer von Bayer Leverkusen zu sein. Das war auch eine super Zeit. Und auch wenn das am Ende mal schwierig wurde. Oder Salzburg hat so ein Image, ja, ist irgendwie der. Aber das hat natürlich so nichts mit der Realität zu tun. Also da gibt es genauso die Leidenschaft und die Hingabe der Fans und der Leute, wie es in anderen Vereinen gibt. Ne? Natürlich ist, das wollte ich gerade nochmal damit sagen, also Benfica so für mich persönlich als jemand, der Fußball liebt und dann redest du über große Vereine, dann ist für mich Benfica Lissabon ist einer von diesen absoluten Würde. Das ist wie Real Madrid, Barcelona, Benfica Lissabon. Das ist das Maximum an Fußball. Ne? Also auch so aus der Historie heraus. Und auch der Größte des Vereins ist auch ein sehr spezieller Verein. Das ist jetzt hier keiner, der den Verein gekauft hat für 4 Milliarden Euro und pumpt hier Geld rein, sondern das ist ein Verein, wo die Arbeiter jeden Monat dafür sparen, damit sie ins Stadion gehen können. Ne? Also es ist ein Verein, der Spieler verkaufen muss, damit er überhaupt das ganze Paket stemmen kann. Das ist ein Verein, der was weiß ich, irgendwie 20 Seek ye first the kingdom of Yah and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. All right then, guys. Serious times we're living in. Don't lose your mind